Morgen ist der 4. Juli und damit einer der wichtigsten Feiertage für die Amerikaner. Grund genug, die amerikanische Börse zuzulassen und sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Also insofern, auf der Seite gibt es nicht so arg viel zu berichten. Trotzdem, Währungen laufen natürlich trotzdem und die Rohstoffe erst recht. Wir hatten vor ein paar Tagen schon mal einen Trade vorgeschlagen beim Crude Oil, beim Rohöl und der ist allerdings niemals getriggert worden. Und ich will das gerade mal nutzen, denn so richtig viel über den heutigen Tag werden wir wahrscheinlich gar nicht reden können und müssen. Es ist wohl eher damit zu rechnen, dass das alles ein bisschen ruhiger abläuft. Wenn die Amerikaner fehlen, werden die anderen auch eher sagen, naja, schieben wir mal eher eine ruhige Kugel. Aber ich habe es angedeutet, wir hatten eine Trading-Idee mit einem sogenannten Trigger. Das ist für uns der Auslöser, etwas zu tun. Ich will das mal am Beispiel hier klar machen. Das ist hier der Rohöl-Future und wir sehen, dass wir hier nach der langen Aufwärtsbewegung, man kann das hier oben noch so halbwegs erkennen, lange Aufwärtsbewegung, wir erinnern uns, im April hatten wir das dramatische Tief mit Kursen an, beziehungsweise unter der Null, wie häufig dann zu lesen war, aber der Markt hat sich seitdem sehr, sehr stark erholt, sogar, wie wir sagen würden, so halbwegs fünffällig, sehr, sehr dynamisch, sehr impulsiv. Und ein solcher Rücksetzer wäre mehr als denkbar. Der ist natürlich nur exemplarisch. Ob der jetzt sofort passiert, wissen wir noch nicht. Und ob der dann auch genau so aussieht, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber das wäre durchaus typisch, denn wir wissen ja, so Rücksetzer auch in die Fibozonen, die man so ganz gerne mal hat, das sind alles ganz klassische Bewegungen und dürften uns nicht in Rage versetzen. So, jetzt hatten wir jüngst eigentlich eine Bewegung, die dazu einlied, den Startschuss schon zu sehen. Denn wir hatten eine relativ scharfe Abwärtsbewegung, die sehr auffällig war und damit entgegen der Trendrichtung, die wir auf Tagesbasis nach oben hatten hier, mal einen scharfen Trend nach unten zu finden. Gefolgt von einer Aufwärtsbewegung, touché, aber einer so schwachen, wenn wir uns das mal hier angucken, die immer wieder Gegenbewegungen hatte, die sich stark auch noch immer wieder überschnitten haben. Also etwas, was wir sagen mit Überschneidung, wackelig hoch wäre der Fachausdruck. Na, ich weiß nicht, ob das ein Fachausdruck ist, aber wackeln tut es auf jeden Fall. Und dementsprechend, klar, Aufwärtstrend die Seite, aber schwach im Verhältnis zu dieser starken Abwärtsbewegung. Deshalb sagen wir, das ist der neue, wenn auch kleine noch, aber Haupttrend. Und das ist der wackelige Aufwärtstrend. Also wir hatten daraufhin geschlossen, wenn jetzt dieser wackelige Aufwärtstrend irgendwann mal zu Ende ist, dann können wir doch auf die Shortseite wechseln, um dann vielleicht im Kleinen hier so eine Abwärtsbewegung nochmal zu bekommen, die später möglicherweise sogar richtig weit läuft. Also für die Liebhaber weiter Ziele, die also auch eine Position länger mal halten wollen, wäre das ein möglicher nahender Startschuss. So, unsere Idee war damals super, allerdings der Markt hat gesagt, tolle Idee, mache ich aber nicht mit, denn er hat uns nicht getriggert. Und diesen Begriff, da kriege ich häufig Fragen dazu, das will ich mal in diesem Fall ein bisschen aufgreifen. Trigger ist das, wo wir sagen, zack, da ist es, jetzt geht's los. Ein Aufwärtstrend ist ja klassischerweise dadurch, sagen wir mal, im Prinzip festgelegt, dass wir die Tiefs steigend haben und dass wir die Hochs steigend haben. So, das ist eine ganz einfache, eine der simpelsten Formen, einen Trend ausfindig zu machen. Das gibt natürlich Fehlermöglichkeiten, ist keine Frage, aber so als Richtwert kann man das natürlich festlegen. Es gibt andere, es gibt Indikatoren, die man dafür benutzen kann, allerdings bleiben wir jetzt mal in diesem Bild. Dementsprechend, wenn der Kurs mal hier ein Tief eben ausgebildet hat und dann das letzte Tief sozusagen durchstoßen würde, dann wäre das für uns eine Möglichkeit, Short zu gehen. So ähnlich, das ist jetzt nicht exakt diese Marke, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so ähnlich sah das aus. Allerdings, der Markt hat sich weiter nach oben entwickelt, weshalb natürlich dieser Trigger, dieser Auslöser, sprich die Marke, an der wir dann die Short-Position eröffnen, rausnehmen konnten. Das ist eine so eine Bedingung, die wir im Trade des Tages festlegen unter dem Begriff so lange bis. Ja, wenn der Kurs dann über eine Marke ist, dann können wir diese Marke rauscanceln als ein Short Entry, weil dann ist das Thema durch. Dann haben wir möglicherweise sogar einen neuen. Also wenn wir jetzt hier drüber gehen, an so eine neue höhere Stelle, dann gibt es Möglichkeiten auf einem anderen Niveau dann sogar noch den Trigger dann wieder zu setzen. Die Idee bleibt grundsätzlich die gleiche, aber der Trigger muss angepasst werden und natürlich auch die Stop- und die Zielmarken, so wie wir das natürlich immer wieder machen, auf diese aktuelle Gegebenheit. So, sowas hatten wir jetzt aktuell bei Crude Oil.
Und das alte Bild, was wir vor ein paar Tagen noch hatten hier beim Rohölmarkt, WTI sagen einige auch dazu oder WTI, das ist dementsprechend obsolet, das ist veraltet, weil der Markt eben doch noch ein Stückchen weiter nach oben gegangen ist. Allerdings gibt es einen neuen Trigger. Und den stellen wir heute vor im Trade des Tages mit unseren ganz konkreten Marken. Allerdings kann man natürlich auch selber, wer jetzt das nicht nachlesen will, kann sich es ja selber hier ablesen am eigenen Chart. Ansonsten, wer noch mehr Informationen zu unserer Trading-Idee haben will, mit unseren Ein- und Ausstiegsmarken, wie wir das Ganze dann gestalten, der hat da alle Zahlen da. Es ist eh kostenfrei, also ich will hier nichts verkaufen, sondern wer mag, kann sich da natürlich kostenfrei für registrieren und bekommt dann immer eine Info, sobald wir da unsere Ideen als nächstes wieder zur Verfügung stellen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was der Markt gerade leistet. So, leisten ist das richtige Stichwort. Ich habe mir jetzt viel geleistet, 6 Minuten gesprochen. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende, heute noch einen erfolgreichen Resthandelstag. Anschließend tolles Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin alles Gute und ganz liebe Grüße.